Hallo Welt, da sind wir wieder und die liebe Sandra ist auch da. Hallo liebe Sandra. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Wir sind kurz vorm Außenposten. Das heißt, Schleichen ist angesagt. Im letzten Part, nein, falsche Waffe. So, sind wir dran vorbeigeprescht. Oh, da hinten ist der. Ist der. Der Auslöser. Der Alarmturm. Erwischen wir den von hier? Weiß ich nicht. Na, ich fürchte von der anderen Seite. Soll ich hinlaufen und den ausschalten? Oder im Haus ist der vielleicht? Ja, müsste von der anderen Seite machen. Okay. Alarm ist aus. Ach, das ist ein Bär. Der hilft uns. Der Bär ist gut. Ja. Gut. Haben wir den auch. Das Wasserloch. Sehr schön. Plündern. Ist der Bär noch da? Oh. Hab ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, der ist weg. Okay. Es schreit auch niemand. Bevor ich was kaufe, schaue ich mich erstmal um. Yep. Ich fliege hier Munition rum. Munition, ja. Da wäre was, um was zu lesen direkt. Ja. Oh. Ich kann nicht ehen. Nein, geht nicht. Geht überhaupt nicht? Doch, jetzt geht's. Warte. Gut. Zerfleddertes Überlebenden-Tagebuch. Gib den Leuten 3 Jahre mit regelmäßigem Regen und sie vergessen, dass wir vorher 1 Jahrzehnt der Dürre hatten. Aber ich benutze mein Gehirn. Ich muss herausfinden, wie wir das Wasser dahin bringen können, wo wir es brauchen, wenn die nächste Trockenzeit uns in die Knie ficken will. Scheiß, ich dachte, es heißt in die Knie zwingen will. Dachte ich auch. Stand das? Habe ich was Falsches gelesen? Ich bin hier immer noch mit dem kleinen Monitor, mit dem Kontrollmonitor eigentlich. Deswegen wird auch die Auflösung, auch diese Aufnahme wahrscheinlich nicht so gut sein. Ich sagte es in den letzten Aufnahmen schon, mein Monitor ist leider kaputt gegangen. Und dann sehe ich das manchmal nicht, was ich da so lese. So gut. Hätte ja sein können, dass da in die Knie zwingen gestanden hätte. Nee, war schon richtig. Muss ich nachher auspiepen, oder? Oh. Also ich piep gar nichts aus.
soll sich YouTube mal nicht beschweren. Da gibt es andere, die schlimmere Sachen sagen. Hier ist nicht viel zum Sammeln, habe ich so den Eindruck. Nee. Hier ist noch eine Dame zum Plündern. Ansonsten, munitionmäßig oder so, nix. Also, es hat einfach nur Wasserlauf. Hier ist noch was zu lesen. Sei bloß auf der Hut vor Joseph. Überlebende Notiz. Wenn irgendjemand Wasser für irgendetwas braucht, dann gibt es ihm, und zwar so viel er braucht. Und ich meine wirklich jeden. Egal, ob es einer von uns ist oder einer von Josephs Leuten. Gott weiß, wir haben alle mehr als genug durchgemacht. Es wäre grausam, Leute abzuweisen. Oh. Okay. Ja. Ja, ich denke, ich kaufe mal eben Munition. Von Pfeile. Munition voll. Allerdings. Sonst gibt es hier aber nichts mehr, ne? Hier ist noch ein bisschen was zu lesen, wenn wir das noch nicht hatten. Ne, hier haben wir nicht. Highwayman-Notiz. Ich will, dass hier rund um die Uhr patrouilliert wird. Dieser Tümpel verschafft uns einen Riesenvorteil und den werde ich nicht aufgeben. Wenn uns jemand angreift, schießt sie nieder. Aber passt auf, dass das Wasser nicht blutig wird. Ich bin immer gerne am Wasser. Okay, so, als nächstes wandern wir mal das Geheimnis von New Eden, Story-Modus. Wandern wir mal dahin. Hast du hier eine Tasche genommen, wo ich stehe? Ja. Da. Auto wäre nicht schlecht. Und vielleicht sollte ich mich mal umziehen, oder? Willst du dich wieder umziehen? Ja. Ja, zieh dich nicht um. Die, ich weiß nicht, sonst kriegen die Angst von New Eden. Was haben wir denn da noch? Na, so vielleicht hier. Ah, das ist ja noch schlimmer. Nicht gut. Nein. Okay. Moment. Dann, vielleicht... Planet der Affen. Auch nicht besser? Ja, ist auch Planet der Affen. Erinnert mich jetzt gerade da. Aber an die alten Filme aus den 70er Jahren. Ja. Da liefen die Affen so rum. Was haben wir denn hier Schönes? So? Ja. Nee. Okay, ich höre schon. Das passt zu New Eden. Ich glaube, das geht. Auch wenn das Gesicht nicht so richtig. Ja, okay. Dann
los geht's. Dann, ja. Ist das die Markierung, die blaue? Müssen wir hier lang? Da auf der Straße, da hinten ist der Weg. Straße? Andere Seite. Ich sehe gar keine Straße. Hier ist überall nur Wasser und so. Du musst umdrehen, du fährst falsch. Ach da, jetzt sehe ich's. Festhalten. Mhm. Was war rot da wieder? Wo? Egal. War irgendwas Rotes. Egal, weiter. Oder so. Ich verstehe, wir wollen doch uns fallen oder nicht? Bitte? Stehen bleiben. Oh, die sind ja alle schon tot. Aber da hinten war ein Plünderer. Den schnappen wir uns. Er ist weg. Nein, er ist tot. Oder war er das nicht? Und da war auch ein Scharfschütze irgendwo. Ich hab da einen jetzt getötet. Nicht verstecken. Okay. Irgendwer hat mich noch gesehen. Egal. Komm. Wer sieht mich denn? Vielleicht ist ein Tier dort. Den Tod bringt einer. Es war nett, dass er was bringt. Wenn es nur tot ist. Da ist noch was da oben. Eine Vorratslieferung vielleicht. Deck mich, ich greif an! So, wir schießen Pokémon. Ethanol. Zahnrad, Panzer, Tape, Ethanol. So, wo war jetzt unser Auto? Roller, Trotti? Und Anleitung? Jetzt habe ich. Ich weiß es nicht. Was ist? Ich weiß nicht, wo das Motorrad war. Ich auch nicht. Egal. Laufen wir halt. Sollen wir das Gefährt nehmen hier? Welches Gefährt? Hier steht so ein kleiner. Soll ich dich abholen? Ach, da ich bist bin du da. Schon. Hier. Ja, hier war doch unser... Ne? Oh, das steht auf der Brücke, glaube ich. Ah ja. Ah, komm, wir nehmen das andere. Find das lustiger. Okay.
So. Dann mal los. Wieso nicht? Nee. Kann ich verrenken, ich will sie nicht. So. Irgendwie treffe ich heute nicht. Und ich habe keine Munition mehr. Oh, der Himmel ist schön. Ja. Ja, wie, wo, was? Na, da steht so eine Gruppe rum. Oh. Was? Wasser. Das war's. Wir sind kein Boot. Ort entdeckt. 0 von 6 Schrauben. Oh. Was war das? Ladebildschirm. Jetzt klopfen wir. Okay. Hallo. Man lässt uns nicht rein. Boah, der ganze Weg. Und jetzt? Naja, das war's wohl. Fertig, wird lustig. Hey, guck mal, da steht einer. Wo? Da vorne. Steht. Ach, guck mal da. Hörst du meine Stimme? Hey, hab dich. Endete. Oh. Und alles wieder. Wo ist er hin? Er ist weg. Oh no. Wo hat er hingezeigt? Auf das Boot? Das war doch der Joseph? Ja, genau. Joseph lebt? Ja. Aufs Boot? Wieso aufs Boot? Ich weiß nicht, ob er auf das Boot gezeigt hat. Ich habe jetzt auch nicht so drauf geachtet, wohin er gezeigt hat. Da. Oh. Wir werden das nie erfahren. Die Aufgabe ist gar nicht mehr da, oder? Was hat er denn gesagt? Siehst du mich oder so? Irgendwie was? Lasst uns rein! Hey, kann man hier drunter... Nein. Drunter her schwimmen geht auch nicht. Dann gehen wir noch mal zum Eingang, oder? Irgendwas haben wir falsch gemacht. Richie, du hast es doch schon mal gespielt. Ja. Joseph war da und der hat gezeigt, wo es lang geht. Dann wo ging es lang? Ich bin nicht ganz sicher. Und wieder zum Tor. Vielleicht kommt er dann nochmal. Lasst uns rein. Nein. Niemand lässt uns rein. Da atmet jemand aber schwer. Das sind Wölfe.
Ja. Bestehe die Prüfung, erreiche die Insel. Ah, ja, jetzt steht's auch bei mir. Welche Insel? Oh. Was? 1000 Meter ist die Insel weit? Nun ja, wenn das eine Insel ist, wollen wir das Boot nehmen? Ja, du findest. Oh. Juhu, alle Mann an Bord und los geht's. Hältst du dich fest? Ja, ja. Was ist mit mir? Das ist ja ein penibelig hier, oder? Mhm. Ist das hier sowas zum Durchfahren? Ja, guck einfach mal. Sieht so aus. Alle Häuser unter Wasser. Ich denke... Die Bremse hat nicht funktioniert. Ja, wir können aber auch aufsteigen. Ah, jetzt. Oder? Oh, guck mal, die Kirche. Die Kirche, Kirche. Ist das die Kirche? Das ist die Kirche, oder? Klar. Mhm. Was für eine Kirche? Aus Far Cry 5. Ach, wo der Prediger war? Ja, wo das angefangen hat alles. Wie hieß der Ort noch? New Kampen? Eden? Nein. Weiter geht's? Ja, vorne. Lock doch nicht die Feinde an. Ach ja. Entschuldigung. Fisch. Fische erschrecken. Mhm. Erreiche die Insel. Diese? Ja, da drüben. Naja. Kannst eigentlich stoppen und dann laufen. Fahren wir über Land? Einige nennen mich Vater. Vor vielen Jahren hörte ich Gottes Stimme. Er offenbarte mir den schwierigen Pfad, der vor mir lag. Ich folgte diesem Pfad und fand ein Ende. Schön. Hey, da steht wer. Ja, ich weiß. Oh. Die Sünden der Welt wurden im gerechten Feuer Gottes ausgelöscht. Hast du ein Streichholz? Jene, die auf die Zeit verachten, wurden verschont. Im Wasser gefallen. Und New Eden erhob sich aus der Asche. Um dem Pfad zu folgen, musst du alles Nutzlose verbrennen. Ach, ich schüttel das Wasser. Was soll das denn? Halt. Ich komm nicht. Doch, ich komm. Läutere unser Symbol, wie die Welt geläutert wurde. Ja, könnte ich hinkommen. Wie geht das denn nicht? Was machst du denn? Es muss verbrannt werden, was überflüssig ist, hat er gesagt. Sagt er. Hör doch mal auf, ich muss doch hier das jetzt machen. Irgendwie. Ja. Die Flamme von Eden.
wird jede Sünde verbrennen, die wieder Wurzeln schlagen. Der Scheu, oder? Alle stürzen sich drauf. Gehen wir zu 183 Meter rüber. Oh, abgemacht. Machen wir eine Schnitzeljagd. Sagen wir was. Oh. Das Schnitzeljagen. Okay, hier rüber. Ein gewagter Sprung. Da steht er. Die Welt war nicht bereit für den Kollaps. Und die Menschen haben gegen uns gekämpft. Sie wollten unsere Familie zerstören. Sie schlugen alles in Stücke. Doch wir hielten stand. Was machst du denn? Da war sowas. Der hat doch gesagt, wir sollen alles kaputt machen. Ach, hör doch auf. Entschuldigung. Ich muss doch hier gucken. Du musst alles zerstören, was der Wahrheit im Wege steht. Das macht ja Richie schon. Ja, ich höre ja schon auf. Aber vielleicht ich weiß es doch nicht. Hinknien vielleicht? Danke für den Tipp. Ich weiß nicht, ob das klappt. Und durch das Licht wirst du wieder sehen. Geht nicht. Nee. Vielleicht hier oben. Stelle unser Symbol wieder. Nee. Hier ist ein Zeichen. Hier? Hat mir jetzt ein Zeichen gegeben, wenn du beiseite gehst. Ah, jetzt. Okay. Nur wir sind stark genug, jetzt ist in der neuen Welt zu leben, die Gott uns gegeben hat. Sind hier Killerfische drin? Ja, vielleicht. Okay. Dann schnell rüber. Bewahre dir ein offenes Herz. Setze die Vergangenheit zusammen. Dann enthüllst du die Wahrheit. Mach's doch nicht so spannend, Mensch. New Eden. Willkommen geheißen. Hast du noch was gefunden? Ja. Und nun? Der Wind bringt Veränderung. Keine Ahnung. Unsere einzige Chance ist, uns von der Vergangenheit abzuwenden. Ach so. Und passt's? Nein. Sieh, wie sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Warum blinkt das denn so? Richtig? Warum blinkt das hier? Kannst du damit interagieren? Was ist passiert? Nee, ich konnte damit interagieren. Nein, immer noch nicht.
Wenn wir ziehen. Nein. Ja, nee. Sieh, wie sich Vergangenheit und Gegenwart in den Kreislauf der Zeit einfügen. Das könnte... Das ist nervig. Echt? Ich mag das Spiel nicht. Ja, wie soll das denn funktionieren? Muss ich nach oben gehen oder was? Dahin, wo es hingehört. Ja, natürlich. Kannst du dann unten ziehen? Wie ich dir sage. Guck mal hier. Da. Da leuchtet was. Ich zieh, ja. Ja, dann zieh mal. Da. Guck mal. Die Zivilisation driftete immer weiter ins Chaos. In der Hütte leuchtet was, meine ich. Ja, aber ich muss doch das zusammensetzen. Ich weiß doch auch nicht. Was will er denn von uns? Jetzt bin ich unten, jetzt brauchst du auch nichts. Du hast gesagt, in der Hütte. Was leuchtet denn? Die Lampe leuchtet hier. Und ich versuche die Strahlen. Michi, helf doch mal! Ja, ich soll ich jetzt ziehen? Also da sind Teile. Und hier hinten an der Lampe, ist da irgendwas? Hab ich jetzt gesehen. Gib doch Tipp, wenn das weiß. Zieh mal. Moment. Weiter. Nö. Stopp mal. Jetzt bist du da zu weit. Weiter. Jetzt stopp aber. Sag doch wieder nach unten. Ich bin doch veralbern. Lass es doch. Guckst du hier? Wo? Bei der Lampe hier in der Hütte. Ich gucke und was sehe ich? Ach, von hier aus musst du drehen. Okay. Dann dreh mal, Ricci. Weiter? Nein. Ja, weiter. Weiter. Das ist so ein bisschen wie bei Hellblade. Kenne ich nicht. Weiter. Ja. Okay. Und jetzt? Was machen wir mit den anderen Teilen? Ich bin nicht ganz sicher. Klappt das denn? Ja, aber die anderen Teile sind hier nicht wichtig. Ach so, soll ich nochmal drehen? Das hilft ja auch nichts. Jetzt aber. Unser altes Leben führte zum Untergang. Es geht nur voran. Schieß! Ohne Sünde leben. Er hat in die Richtung. Ach, der schießt in die Richtung, in die wir laufen sollen, ha? Huh? Verstehst du jetzt? Gott hat die Welt von der Sünde befreit. Und doch gibt es sie noch.
Ich untersuche, warte. Die Sünde liegt in der Rumrennerei hier. Im Fleisch. In der Seele. Aha. Eine Bestie, die im Innern lauert. Aha. Zu brechen. Und zu erlegen. Ich stehe genau hier. Oh, das brennt. Wir müssen ja, sie hervorlocken, ich weiß, es brennt. Um sie rauszuschneiden. Gott hat mich vor dem Kollaps gewarnt. Und ich sammelte meine Familie, um uns vorzubereiten. Ja. Doch die Hölle folgte dem weißen Pferd. Einen, das nicht einfach umbringen konnte. Richie. Ja. Irgendwie will das heute nicht. Ein Einhorn, klappt doch gut. Und mein Pfad endete hier. Nee, Suchgebiet, aber ich weiß nicht wo. Mauern. Folge dem Pfad. Dem Pfad hier runter, mein oder wie? Einstiger Feind. Oder rauf. War alles, was mir blieb. Hier oben ist ein Suchgebiet. Ich hätte ihn verurteilt. Hier unten auch. Doch ich. Oh. Folge dem Pfad. Das war hell. Bot ihm einen neuen Lebenszweck. Oh, guck mal, am Himmel. Wolken. Ach, Jim. Ja, hinter dir. Da. Siehst du? Oh, Atombombe. Atompilz. Bunker. Im Suchgebiet. Gruselig. Wer hat den Mist hier gemacht? Ich dachte, ich hätte meine Pflicht gegenüber Gott erfüllt. Doch eines hatte er mir noch zu sagen. Nimm. Den ich nehme. Er sagte mir, du wärest dessen würdig. Lass den Bunker. Hier ist noch was zu lesen, Richie. Hier ist überall was zu lesen. Ja, dann mach mal. Josephs Tagebuch. Nach Tagen des Fastens und Betens habe ich die Stimme wieder gehört. Und ich habe gesehen, was kommen wird. Ich habe das Gesicht der Person gesehen, die New Eden nach meinem Tod führen wird. Es war kein bekanntes Gesicht. Es sah mir nicht ähnlich. Also ist es nicht mein leibliches Kind. Dennoch wird es mein Kind sein, so wie alle anderen auch. Ich lasse mein Wort zurück, wenn ich gehe. Und wenn es nach Eden zurückgebracht wird, soll es unsere Bestimmung offenbaren. Gott hat mir nicht gezeigt, worin sie bestehen wird, aber ich habe Vertrauen, dass es das Richtige sein wird. Und ich habe auch Vertrauen, dass du nicht auf die Uhr geschaut hast. Ja, nee. Dann würde ich sagen, beende erstmal den Part. Okay. Denn wir sind schon über der Zeit und bedanken uns für euer Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.